Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir sind ja jetzt hier aus der Schule gerade rausgekommen, weil wir uns den nächsten Hörbucheintrag nehmen sollen. Ich kann mal kurz zeigen. Der soll irgendwo da unten zu finden sein. Dann gehen wir auch mal da in die Richtung lang. Ich habe mir dann auch zwischendrin mal kurz was gegönnt an Trinken und Essen. Für volle AP. Dann wollen wir noch mal schauen. Hier ist aber irgendwo noch ein Vault-Tec-Symbol. Ist das vielleicht das Vault-Tec-Büro, wo wir sie sowieso jetzt hin müssen? Oh, hier liegt eine 45er-Patrone. Einfach so auf dem Wegerand hier. 38er auch. Uiuiui. So, wollen wir mal gucken hier. Da haben wir Dixie-Klos und hier ist irgendwie eine Mauer rumgezogen. So. Oh, oh, oh. Und meine Waffe müsste bald Schrott gehen. Na, warte. So. Ah, Superkleber. Nice, dankeschön. Red Array verdünnt. Auch dankeschön. Haarklammer. Glühbirne. Und Silbermedaillon. Aber wo zur Hölle sind wir hier? Okay. Kronkorken. Kronkorkenvorrat. Ey. Hat das hier aufgebaut? Sieht hier so sauber aus. Wodka, Rum, Nudelsuppe, uiuiuiuiui. Können wir ja demnächst wieder zu irgendeinem Bot gehen und... Kaiser, Jacke und Jeans? Aha. Ja, mal alles mitnehmen, warum denn... Alter, ist das jetzt hell. Eine Sicherung. So. Ich hab dich schon gehört. So, einmal kurz wechseln. Right away. Superkleber. Nochmal Superkleber. Superkleber ist immer super. Ah, hier haben wir auch noch mal ein bisschen was. Alter, ist das hell. Oh, die Sonne scheint hier direkt rein. Da liegt noch eine 10mm Pistole. Jetzt sind wir überladen. Oh, Armeehelm. Ich glaube, ihr habt nichts dagegen, wenn ich euch mal alle hier wegnehme. Eine Gasmaske wieder. Goldene Taschenuhr. Wo sind wir jetzt hier? Ach, Vault-Tec Universität. Okay. Sind wir doch richtig gelaufen. Gucken wir uns hier nochmal die ganzen Zelte an. Da jetzt durchge... Oh, ist das hell. Tut ja richtig in den Augen weh. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu hell eingestellt. Wegen Aufnahme und so. Aber es grellt richtig auf. Die Get-Maulwurfsratte. Egal, wer ist hier braten? Kannst du uns was zu essen geben. So, bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Aber so weit von bin ich hier richtig. Gut, Was? Wo kommst du denn her? Kleiner Scheißer. Ah, ich hab dich gesehen. Komm raus. Komm, zeig dich. Klappt doch nicht so ganz, wa? Den Bull zu überraschen hier. So, was haben wir hier? Noch eine Leiche. Lass mal ein bisschen umgucken, bevor wir jetzt reingehen. Fühle ich mich ehrlich gesagt ein bisschen sicherer bei.
hier haben wir Schraubenschlüssel und Vorkriegsgeld. Was? Achtung, Responder. Die Lebensmittelverarbeitungsmaschinen bei Mama Dolce sind endlich so weit abgekühlt, dass sie wieder ihren Dienst tun können. Ich habe sie so eingerichtet, dass man mit den Zutatenbehältern in der Fabrik Eintopf herstellen kann. Die Maschine macht einen Höllenlärm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebetene Gäste bekommen. Na komm, wir probieren das Event jetzt nochmal. Das hatten wir auch noch nicht geschafft. Das einzige Problem ist halt, wir sind halt krass überladen. Ja, okay, krass überladen. Ist man eigentlich bei mir anders gewohnt, aber wir haben halt keine Lauffunktion. Und die AP müssen sich halt jedes Mal wieder neu aufregenerieren. Und ich hoffe, ich komme mit der Schrot da jetzt gut genug durch. So, können wir uns hier sowieso nochmal in die Taschen stecken. Und ich darf quasi jetzt nicht alle verpassen. Ah, liegt sogar noch Metall, die Bleischrott drin. Lass mich hin, ich will noch ein paar EP. Lass mir was übrig. Okay. So, und dann wollen wir mal gucken, ob die meisten jetzt random sind oder nicht. So, hier oben war, glaube ich, eins drauf. Irgendwo, hier. Und ich weiß ja jetzt, dass es hier nur in der Fabrik ist. Haben wir auch nochmal eins. Da im Regal steht noch eins. Schnutter. Okay. Nee, hier ist es nicht. Jetzt kommen sie alle. Okay, waren nur drei Stück bis jetzt. Huch. Nein, ich will nachladen. PE plündern. So. Müssen wir erstmal hier unten. Wir haben ja jetzt insgesamt 17 Minuten Zeit. Und die Folge bei uns hat ja gerade erst angefangen. Gut, probieren wir erstmal das Ding hier aufzuhauen. Wir müssen halt sehr vorsichtig sein. Hier nochmal eine Mine. Wir müssen halt jede Ecke einmal durchgucken. Ah, ich höre schon wieder zig von den Robotern. Gefühlt. Aber wir machen erstmal die untere Etage fertig. Nein, hier ist nichts. Hier haben wir noch eins. Hier steht noch eins. Hier steht noch eins. So, schnell das Ding hier öffnen. Schnell ist relativ. Jetzt. War hier drinnen noch vielleicht eins? Ich glaube nicht. Haarklammern, Fusionszellen, Halogenkanister, Schrotpatronen. Ja, Vorkriegsgeld. Splittergranate auch nochmal. So. Ah, Flyer. Man will halt jetzt keinen verpassen irgendwie. Hier unten. Deswegen nochmal einmal alles ganz gründlich in Ruhe durchgucken. Noch hält die Schrotflinte. Ich hoffe, es ist halt draußen nirgendwo was. Okay, das knacken wir auch nochmal auf. So, einmal Blitz. Superkleber nehmen wir auch mit. Plastikmesser.
So, ich glaube hier hinter. Ah, du blöde Kakerlake. Genau, hier waren nämlich auch nochmal zwei mitten im Klo. So. Ah. Na komm, lad nach. Kurz Simpack einpfeifen. Warum hast du nur eins nachgeladen? Brauch da mehr. So. Wenigstens kriegen wir so wieder unsere Fusionszellen, die wir verballert haben, rein. Tauschen gerade Schrot gegen Fusion. So, wieder nachladen. So, und eins weiter höher jetzt mal. Okay, hier ist ein Ascherhaufen. Hier ist. Ah, hier ist noch eins mit im Schrank. Aber wenn man die ganzen Positionen kennt, ist es natürlich deutlich leichter. Hier ist auch noch eins im Schrank. Nehmen wir auch mit. Hier steht auch noch mal eins. Okay. Ah, die ID-Karte, die hatten wir ja eigentlich schon mal für unten. Das Radio können wir ausmachen. Ja, die stehen ja auch offensichtlich rum, ne? Also, man muss halt bloß vorsichtig gucken, wo die sein könnten. Und halt auch jede Ecke nachgucken. Das ist halt das Nächste. So, dich hat's erwischt. Ja, warum treffe ich die denn nicht? Na? Gut, nachladen. Da kommt gleich noch einer um die Ecke. So, dann Zutaten platzieren. Komm, 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 komm. So. Was fehlt jetzt noch? Gemüsemischung. Es fehlt noch eine Gemüsemischung. Eins habe ich nicht gefunden. Au. Gut, wir können jetzt hier nochmal hochgehen. Ah, jetzt noch 11 Minuten. Vielleicht, wenn wir hier rausgehen, komplett raus, dass wir hier vielleicht noch was finden. So ganz nach oben. Dass vielleicht hier nochmal was sein könnte. Ich glaube, ich habe hier letztens auch geguckt und hatte nichts gesehen. Hm. Ah, Schießpulver nehmen wir auch mit. Aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen arschlos, wenn das jetzt hier ganz oben versteckt wäre. Kann ich hier runter? Na, ist halt eine Schrotflinte, kein Sniper. Ja, ich will nicht jedes Mal diesen blöden Banner haben. Ich möchte nur mal kurz schnell durchlooten. Ah, wo könnte ich jetzt das letzte... Really? Rinder? Ach ne, das ist Rinder. Aber das ist ja echt pissig, das da oben drauf zu verstecken. Uns fehlt nochmal Gemüse. Okay, jetzt müssen wir wirklich an den unmöglichsten Stellen. Hier liegt auch noch mal ein bisschen was. Ja, Gemüsemischung. Genau das fehlte uns.
So, schnell, 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 schnell. So, können wir alles wieder reinschmeißen. Okay, abgeschlossen. Und jetzt aktiviere die Maschine. Na komm. Bitte zuerst lesen, Lebensmittel aktivieren, ja. Und jetzt, Maschine 1. Hä? Okay. Oh, 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 oh. Lad nach. Oh, Mensch. Ich glaube, meine Waffe geht auch gleich kaputt. Meine Pumpgun hält nicht mehr lange. Muss ich die jetzt wirklich 5 Minuten lang verteidigen hier? Alter Schwede. Okay, ich brauche andere Waffe. Oh Mann, zum Glück hatte ich mir gute Munition nochmal für die 10mm hergestellt. Ich frage mich aber schon die ganze Zeit, wo ist die dritte Maschine? So, das ist Maschine 1, glaube ich. Hä? Hat's geklappt? Finde das Maschinenproblem. Was? Diagnoseprogramm ausführen. Diagnose läuft, Fehler entdeckt, Sicherungsausfall aufgrund von Stromüberlastung. Bitte den Stromkreisunterbrecher zurücksetzen. Setze den Stromkreisunterbrecher zurück. Wo denn? Wo denn? Was denn? Da hinten irgendwo. Okay, setze kurz den, zurück. Okay. Aber man merkt, das ist hier Metallschrottfarm. Boah, ich möchte wenigstens diese Eventmission jetzt schaffen hier. Haben wir die letzte schon nicht so gut geschafft. Warum kommt jetzt ein Ghoul hier rückwärts auf mich zugelaufen? Nein, Maschine 1. Nein, ich komme nicht schnell, ich bin nicht schnell genug. Lad nach! Okay, Maschine 1 ist fehlgeschlagen. Läuft es noch weiter? Es läuft noch weiter. Das heißt, Maschine 2 darf nicht fallen. Maschine 3 ist irgendwo da oben. Ich gehe hier nicht weg. Ja, okay, da draußen sehe ich sowieso nicht viel. Bleib draußen, ihr blöden Ghule. Das ist mein Essen. Alter, halten die was aus. Okay, ich brauche, glaube ich, 2 Pumpguns, wenn ich sowas machen will. Und eine stärkere Pistole. Oh, Klebeband. Wenigstens gehen wir hier mit fetten Plus raus.
Wow, da ist auch nochmal ein Würfel gewesen. Finde das mechanische Problem. Oh Gott. Oh, komm schon. Blöder Ghoul, du. Lass dich kurz in Ruhe. So, einmal kurz Stimpack gedrückt. Diagnose ausführen. Druckabfall am Kontrollpunkt A3. Bitte auf strukturellen Bruch überprüfen. Repariere das Rohr. Welches Rohr? Hilfe? Welches Rohr? Mir wird's auch nicht richtig angezeigt. Irgendwo hier? Da oben. Oh Mann. Und das hier ständig mit totaler Überladung hier. Gar nicht gut. Reparieren. Drei Stahl. Ja, drei Stahl haben wir. Achso, und das ist die Steuerkonsole Nummer 3. Ah, okay. Okay. Ich glaube, ich kann auch am besten das Ding hier nehmen. So, ich drücke mir nochmal ein, falls jetzt hier noch eine Armee ankommt. Sieht's bis jetzt gut aus oder eher nicht so? Dann wäre die ganze Arbeit jetzt hier nicht so ganz umsonst gewesen. Eieiei. 50 Sekunden. Noch 40. Ja, muss nicht deinen Sniper begutachten. Halbe Minute noch, komm schon. Übrigens, da stehen auch nochmal welche oben im Regal. Mann, meine Fresse, bin ich blind, ey. Hey, wir haben es geschafft. Yay! Okay, was gibt's jetzt? Kohle zum Nachtisch. Alter, bin ich schlecht. Der hat noch nicht mal auf uns geguckt hier. Na? Jetzt haben wir aber nicht gesehen, was es als Belohnung gab. Auf jeden Fall ein paar Epi, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, und jetzt haut ihr da oben auch wieder drauf rum. Ja, ja. Mal sehen, ab wann hätte man von hier aus schießen können? Na, von hier aus definitiv. Der hat sogar die Steuerungskonsole fast im Eimer. Wow, habe ich ihn jetzt runtergeschossen? Ja. Oh. Ja gut, dann werde ich halt nochmal in der Aufnahme gucken, was wir da jetzt genau bekommen haben. Halt Vorteil YouTuber. Wir können ja mal gucken, ob da vorne vielleicht wieder ein Fusionskern ist. Und auch, ob vielleicht die Power Armor nachgespawnt ist. Ne, Fusionskern ist nicht da.
Und dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz Richtung Heimat zurück oder Richtung Red Rocket. Ich denke mal, Heimat ist schneller. Und dann kann ich mir auch noch mal ein bisschen was zu essen kochen und trinken machen und so. Dann wird die nächste Power-Rüstung halt auch noch nicht dastehen. So, na. Wollte gerade sagen. So, einmal kurz nachladen und weiter Richtung Camp. Hä? Scheint doch nicht zu sein. Na, ich denke mal ab. Waldtechnisch kann ich dann auch ohne euch zurück zum Haus laufen und schon mal auch soweit alles fertig machen. Gucken, ob wir mal die eine oder andere Waffe auch reparieren können. Oder halt mal ein bisschen modifizieren können. Das wäre ja vielleicht auch mal noch interessant, so eine Impro-Pistole mal auf Automatik oder so. Deswegen nehme ich mir hier jetzt nochmal so viel mit, wie irgendwie geht. Ja, nicht was. So. Brauchst gar nicht erst spawnen, aber ich glaube, das Level schaffen wir hier noch. So, können wir hier nochmal gucken. Ich glaube es nicht, da steht noch eine Power Armor. Wir nehmen uns mal nur die Sachen mit. Das Chassis brauchen wir ja nicht. Hör auf damit. Das ist ja doch krass, wie schnell eine Power Armor respawnen kann. So, dich nehmen wir mal kurz aus hier. Ah, von wo? Von wo schießt du? Sollen wir jetzt nicht schon wieder vom... Ah. Vom Turm. Na komm, Stufe 14 wollen wir auch noch erreichen. Ich kann nicht so schnell laufen. Und lauf nicht vor mir weg. Komm her hier jetzt. Sei ein artiger Verbrannter und stirb für mein Level up. Jawoll. So macht das doch Laune. So, dann werden wir da drinnen noch mal kurz ein bisschen Remi-Demi machen. Wieder rein. So. Schlosserhammer nehmen wir uns auch mit. Ja, repetier. Ist nicht das, was ich unbedingt haben wollte an Impro, aber mal gucken, was wir sonst noch so gefunden haben. Zur Not müssen wir halt mal gucken, dass wir das ein bisschen anders machen. Und uns nochmal irgendwo eine Impro-Pistole suchen. Verbrannt haben ja eigentlich genug Impro-Pistolen. Sondern einfach ein bisschen durch die Munitionstypen verschiedene Waffen jetzt einfach mitnimmt. Weil es empfiehlt sich halt einfach. So, jetzt mal gucken, wo ist jetzt mein Camp? In der Power-Rüstung kann ich das nicht so richtig erkennen. Aber da, wo der Pfeil hin zeigt. Wollen wir mal gucken, was jetzt alles repariert werden muss. Also hier muss repariert werden und zwei Waffen haben wir jetzt, die komplett hinüber sind. Aber cool, wenigstens mal einmal mit einer Fusionszellenwaffe wieder ein bisschen zu schießen. Ich mag ja die Strahlenwaffen prinzipiell ein bisschen mehr. Gut, und jetzt müsste hier vorne gleich irgendwo das Camp auftauchen, oder? Ja gut, dann quäl ich mich jetzt mal offscreen mal zum Camp. Das sind ja nur noch ein paar Meter hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.